Hallo meine Lieben, hier ist wieder Valena und wir steigen wieder ein bei Project Castaway. Wetter, kein Träumchen. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Meine Axt ist auch schon ziemlich kaputt. Die werden wir mal als erstes wieder regeln. So, was sagt das Messerchen? Wo ist unser Messer? Wir hatten doch ein Messer. Hier. Ach nee, da ist jetzt unser Armbrust. Wo habe ich denn das Messer hingemacht? Ach, ich bin verwirrt. So, jetzt gucken wir erstmal auf die Uhr. 11 Uhr ist eigentlich zu spät zum Schlafen. Wir machen mal so ein Nickerchen. Und dann gehen wir mal auf die Suche nach Essen und Trinken. Und bereiten uns auf die Überfahrt vor, die uns dann zu unserem Bauplatz bringen wird. So, aufstehen. Wetter ist ein bisschen besser, immer noch nicht gut. Ist komisches Wetter. Naja. Dann erstmal was trinken. Ich weiß auch gar nicht, wie wir all die Sachen mit rübernehmen sollen. Wir haben ja hier doch ein bisschen was rumfliegen. So, Rucksack. Was haben wir hier so drin? 2 Kokosnüsse und eine Banane. Damit kommen wir nicht weit. 3 Kokosnüsse. So, wir brauchen Bananen und Kokosnüsse. Und vielleicht die ein oder andere Krabbe, die uns hier vor die Flinte rennt. Genau, und dann werden wir dann... Ich weiß gar nicht, ob wir das heute noch schaffen, weil es wird ja schon bald wieder... Jetzt ist der Baum weg. Den kann ich nicht mehr fällen, oder was? Ja, doch. Ob wir das heute noch schaffen, weil es wird ja schon bald wieder dunkel werden. Dass wir dann zur Insel rüber machen und da anfangen mal das Baumenü zu testen. Uns mal angucken, was das so hermacht. So, hier ist noch eine Bananenpflanze. Die nehmen wir auch gleich noch mit. Und dann schauen wir mal nach dem Krebs. Und wenn wir uns hier durchs Baumenü auch durchgefummelt haben, haben wir wahrscheinlich auch erstmal alles gesehen, was es so zu sehen gibt. Und dann werde ich mal gucken, es gibt ja noch so einen zweiten Modus hier, dass wir den mal anspielen. Wenn ich den, glaube ich, der ist nämlich nicht irgendwie, der ist irgendwie Survival oder so. Der ist Adventure. Ich spiele jetzt Survival, also da wird wahrscheinlich mehr los sein. Ich fand, hier war jetzt schon viel los. Aber gut. So, ich weiß gar nicht, ob die Jaguare wieder auftauchen, wenn man sie wegmacht. Auf jeden Fall ist der theoretisch nicht mehr da. Gucken wir mal, wir können vielleicht an den Schildkröten ablesen, ob die Sachen wieder spawnen. Weil die müsste ja dann auch wieder da sein. Gehen wir mal schauen. Bleibt hier schön vorsichtig auf der Wasserkante, wie immer. Oh, unser Floß wackelt. Warum auch immer. Müssen wir dann auch wieder da abholen gehen. Oder wir fahren von hier rüber. Können wir eigentlich auch machen. Und den Rucksack vollpacken und dann machen wir rüber. Kann ja auch mal die Armbrust nehmen. Was sagt die denn? Ah, ist schon cool. Aber die ist wahrscheinlich eher auch für den Fernkampf geeignet. Also für die Warane dann aus dem Wasser raus. Weil ich auf der anderen Insel erstmal die Warane wegmachen. Damit die uns nicht wieder anknabbern. So. So, die Schildkröten sind nicht wieder da. Zumindest nicht hier. Das lässt vermuten, dass das nicht wieder spawnt. Wäre natürlich für die Fleischversorgung eher semi. Weil wir haben jetzt hier, glaube ich, auf der Insel 2 Schildkröten und einen Jaguar verbraucht. Wenn das jetzt nicht wiederkommt, wird es irgendwann knapp mit Essen. Ne, hier fleucht nichts. Aber die Sonne geht schon wieder unter, also werden wir jetzt tatsächlich die Nacht hier noch verbringen. Hilft ja nichts. So, wir gehen mal hier gucken. Was hier so vorne an noch zum Fällen ist. Weil wir müssen ja was essen und was trinken. Machen wir mal hier. Ein paar Kokosnüsse, ein paar Bananen. Das muss reichen. So. Gucken wir mal. Hier ist eine größere Palme. Ach nee, die haben wir schon gefällt. Ah, okay. Kennt man also den Unterschied dran? Verstehe. Dann machen wir die hier noch. Warum ist denn die Axt so schnell runter jetzt? Die fällen doch nur so ein paar Blättchen hier. Was ist hier? Da ist noch eine Banane. Die Musik ist friedlich. Lass mich jetzt mal täuschen. Wir hoffen, dass hier nichts passiert. Machen wir mal hier im Dickicht ein bisschen Nahrungssuche. Meine Güte. Okay, Musik ist weg. Sollte mich das jetzt ängstigen? Naja,
Vielleicht auch einfach nicht. So, gucken. Ja, ich weiß nicht, also viel mehr war hier tatsächlich nicht beim Rumstreifen. Das war der andere Strand mit den Metallplatten. Ist auch noch eine. Warum auch immer. Müssen wir mal kurz aufräumen hier. Das ist nicht okay. Oh je. Wir sind schon wieder ein bisschen müde. Die Ausdauerleiste ist schon wieder semi. Okay. Okay. Dann, hier ist unser Messer übrigens, was ich gesucht hatte. Hier ist unser Speer, den ich gesucht hatte. Und das werden wir gar nicht alles mitkriegen, tatsächlich. Weil wir nur diese drei Plätze haben. Aber gut. So. Laufen wir nochmal eine Runde. Es ist nämlich zu früh zum Schlafen, sonst sind wir wieder mitten in der Nacht wach. Aber eigentlich gibt es hier nichts mehr zu tun. Vielleicht finden wir noch einen Krebs. Ja, da hinten ist unser Flugzeug. Ja, es ist mau hier. Ist tatsächlich nirgendwo ein Tier unterwegs. Also nicht mal ein Krebs. Das ist natürlich doof. Dann gibt es hier nicht mal einen Late-Night-Snack. Naja, gut. Haben wir hier noch irgendwo eine Bananenpflanze? Die wir noch einpacken können. Damit es nicht ganz so dramatisch wird, so schnell. Hier ist noch eine. Nehmen wir doch die. Meine Güte. Ist alles noch ein bisschen lang. Also Feuer machen muss man zu lang drücken und fast schon ein bisschen zu lang die Bäume fällen. Das wirkt so ein bisschen überlang. So, da ist noch ein Bananending. Das holen wir uns auch noch. Und dann sind wir auch, glaube ich, erstmal ganz gut gewappnet. Für den Abend, die Nacht und die Überfahrt morgen. Ich würde sagen, wenn wir dann auch aufwachen morgen, dann packen wir direkt zusammen und flattern los. Müssen wir da drüben auf jeden Fall direkt so ein Wasserteil bauen. Das können wir schon mal einpacken hier. Stoff brauchen wir in jedem Fall. Die Steine und alles, das finden wir auch drüben. Das ist jetzt nicht so der Hit. Holz werden wir drüben finden. Also da müssen wir uns, glaube ich, keine Platte machen. Gut. Hier ist noch eine Kokosnuss. Warum habe ich die denn vorher nicht eingesammelt? Ist doch schon ein bisschen hier gefällt, die Nummer. Gut, dann sehen wir mal was trinken, in der Hoffnung, dass es heute Nacht nochmal regnet und wir nochmal Wasser nachkriegen. So, zack. Wasser scheint auch hier never ending zu sein. Wir sind auf jeden Fall nicht mehr durstig. Es ist echt blöd, dass wir das nicht mitnehmen können. Dass man das Inventar auch nicht ausbauen kann. Das wäre auch noch sowas, dass man das im Laufe der Zeit irgendwie mit Einsatz von Stoffen oder sowas erweitern kann. So, essen wir kurz noch was, damit wir die Nacht durchhalten. Zack. 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 Isst der die überhaupt? Der isst die nicht. Der Kollege, jetzt aber. Nee. Der haut die nicht weg. Doch, aber das bringt mir keine Nahrung. Warum bringt mir das keine Nahrung? Okay, Kokosnuss bringt mir wenigstens ein bisschen was. Aber die Banane hat mir doch auf der Insel auch was gebracht. Ich bin ein bisschen durcheinander. Nee, ich snack hier die Banane weg, aber die bringt nichts bei meinem Essen. Das ist nicht gut. Das heißt nämlich, wir haben nur noch drei Kokosnüsse. Und die müssen uns dann bis morgen retten. Aber immerhin regnet es, okay. Ja, das ist nicht gut. Fäll ich jetzt noch eine Palme? Weil wir müssen ja von den Kokosnüssen irgendwie leben. Dann machen wir das jetzt noch. Packen wir noch zwei, drei Kokosnüsse in den Rucksack. So, eine Palme ist gefällt. Das hat auch gerade ein bisschen Staub aufgewirbelt hier. So, ich muss auch gleich nochmal die Axt rausschmeißen. Die ist ja auch schon fast hin. So, Palme Nummer 2 ist auch gefällt. So, wo sind hier... Wo ist meine Kokosnuss? Low temperature. Ja, wie soll ich mich denn wärmen? Ach, jetzt, das ist ja witzig. Das ist neu. Das hatten wir noch nicht. So, ich hab hier zwei Palmen gefällt und habe keine Kokosnuss. Ich werde wahnsinnig. Joa. Also anscheinend wird uns auch kalt. Vielleicht wird man auch nass und kalt. Ich weiß es nicht. Das hatten wir bisher noch nicht. Das müssen wir mal beobachten.
Auf jeden Fall, wärmen wird schwer, weil Feuer kann ich nicht machen. Kann man sich Hemden herstellen? No temperature, try warming yourself. Ja, keine Ahnung. Im Spiel, wenn du mir jetzt noch verrätst, wie ich mich selber wärmen kann, dann wäre das super. Und ich müssen wir jetzt einfach erstmal frieren. So. In der Tat, hier keine Kokosnuss. Okay, gut. So, Axt müssen wir klären. Die ist auch weg. Warum ist die denn jetzt auch weg? Also, hängt die nicht hier? Die hängt hier nicht mehr. Unsere Axt ist weg. Wir können unsere Axt... Unsere Axt ist weg. Hä? Haben wir jetzt unsere Axt verloren? Okay. Also, wir müssen eine neue Axt bauen, weil die irgendwo ist, aber nicht mehr hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist die Axt einfach weg? Na gut, dann nehmen wir das Messer mit und bauen uns da drüben eine neue Axt. Aber das ist schon dafür, dass wir nichts gefühlt gemacht haben und die Axt einfach weg ist. Spannend. Was braucht man für eine Axt? Habe ich jetzt schon wieder Stress, weil ich die ganzen Sachen nicht habe? Wir brauchen für eine Axt. Hier. Einen scharfen Stein, ein Seil und einen Stick. Ja, das kriegen wir drüben hin. Das ist kein Problem. Gut, ich glaube, wir gehen einfach pennen. Das, oh, hier war ein Vogel. Ja, wir gehen jetzt schlafen. Auch wenn uns kalt ist, egal. Ich hoffe, wir erfrieren nicht. So, es ist schon 9:30. Das ist ja für uns schon ganz schön spät. Ja, dann reichen erstmal 10 Stunden. Ja, wir kriegen auf jeden Fall Hunger. Ich bin gerade gestorben. Ich weiß nur nicht, warum. Warum sind wir jetzt gestorben? Im Schlaf? Sind wir erfroren? Das hätte das Spiel ja mal verraten können. Okay. Herzlich willkommen zurück. Wir haben wieder eine Axt. Wir sind wieder an der Stelle, wo wir vorher auch schon waren. Und waren auf der Suche nach Essen. Und das machen wir jetzt auch gleich wieder. Aber wir werden uns jetzt direkt auf Kokosnüsse beschränken. Weil ja die Bananen scheinbar nichts bringen. So. Zack. Ich brauche Kokosnüsse. Oh, warum kriege ich denn hier keine, Mann? Ich werde wahnsinnig. Okay, also scheinbar ist das mit der Temperatur ernster, als man denkt. Weil vielleicht sind wir jetzt auch gerade einfach erfroren. Auf der anderen Seite wüsste ich tatsächlich nicht, wie ich jetzt hier dafür sorgen soll, dass wir nicht erfrieren. Weil im Unterschlupf können wir nicht schlafen, weil da backen wir fest. Feuer im Unterschlupf bleibt nicht an. Das heißt, das wärmt uns auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, tatsächlich. Im Regen geht das Feuer auch aus. Das heißt, daran können wir uns auch nicht aufwärmen. Das ist interessant. Fahren wir jetzt schon rüber? Ich weiß es nicht. Nein, ich breche jetzt hier nicht überall die Zelte ab. Wir machen das so wie geplant. Wir reisen morgen ab. In der Hoffnung, dass wir diese Nacht vielleicht überleben. Die Frage, ob ich jetzt nochmal schnell ein Feuer mache, damit jetzt die Temperatur hoch ist. Also die Anzeige ist halt nicht voll. Und wenn ich jetzt die quasi voll mache, wo es noch nicht regnet, dass ich das dann wenigstens über die Nacht schaffe. Und da müssen wir auch mal gucken, wenn wir was gebaut haben, dass wir da drinnen vielleicht ein Feuer machen. Okay, damit habe ich tatsächlich nicht so gerechnet, dass das hier tatsächlich wichtig ist. Also dieses Feuer machen. So. Stehen wir einfach mal am Feuer und gucken, ob die Temperatur hochgeht. Nee, nicht wirklich. Oder? Bewegt sich die Anzeige. Ich meine, es ist ja ganz nett, wie es hier knistert, aber... Sehr schön, wenn die Anzeige... Doch, die geht zu, ne? Aber langsam, ganz langsam geht die zu. Na, ich glaube, doch, ja, ja. Okay, also Feuer wärmt uns grundsätzlich, macht ja auch Sinn.
ist halt nur scheiße, dass es beim Regen ausgeht. Das heißt, ich meine, das ist realistisch, aber dann wüsste ich halt nicht, wie ich uns wärmen soll, wenn wir nicht in einem Haus die Möglichkeit haben, vielleicht sogar drinnen ein Feuer zu machen. Also jetzt ist unsere Temperaturanzeige tatsächlich voll. Dann gehen wir mal noch schnell ein paar Palmen hier wegmachen, um noch Kokosnüsse zu sammeln. Und dann machen wir hoffentlich die Nacht jetzt hier mal mit überleben. Und können dann morgen übersetzen. Weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust, dass ich jetzt rüberfahre und dann in Stress verfalle, weil Nacht wird und wir noch nichts gebaut haben. Und dann da mit den Varanen chillen. Das ist irgendwie nicht so nice. Also das wäre noch so ein Punkt. Ich glaube, das wäre ein bisschen blöd. So, zack. Gucken wir mal. Ich gehe nochmal ans Feuer, wobei ich bin immer noch warm. Jetzt schmeißen wir die Axt nochmal raus. Die haben wir jetzt ja zum Glück auch wieder. Die war ja jetzt davor dann irgendwie weg. So, Stoff. Dann gehen wir nochmal ans Feuer. Gucken wir mal. Nicht, dass wir uns noch eine Verbrennung holen, dass es jetzt dann wieder zu warm ist. Gut. Gut. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Hunger. Wisst ihr, wir holen noch mehr Kokosnüsse. Hier sind ja noch ein paar, die wir weghauen können. Oder? Nee, haben wir die alle schon weggehauen? Da ist eine Krabbe. Hallo, komm her. Wir wollen dich doch nur essen. Okay, wir wollen sie doch nicht essen. Sie hat es geschafft, sich wegzuverflümeln. So, Kokosnuss. Und eine Kokosnuss. So, jetzt ist hier eine Banane, die will ich nicht. Hier ist noch eine Kokosnuss. Die nehmen wir noch mit. So. Yes. Die nehmen wir auch noch mit. Yes. So. Zack. Und hier ist noch eine. Die nehmen wir auch noch mit. Mann, das ist ja hier Kokosnussüberfluss. Das ist gut. Können wir wenigstens dafür sorgen. So, noch eine? Nee. Oder? Wächst hier noch eine? Noch einer? Ja, doch. Ist ja witzig. Ja, okay. Kann man auch eine Kokosnussvergiftung kriegen? Also wir haben ja jetzt wirklich hier ein bisschen Kokosnüsse. Noch eine? Nehmen wir die auch noch mit. Oh, wir müssen mal die Axt im Blick behalten. Obwohl, 60%. Kokosnuss. Und hier ist noch eine. Boah, das ist ja gut. Da müssen wir ja gar kein Tier töten heute. Also entspannt nicht. Das ist gut. Nehmen wir die. Krass. Hab ich die vorher alle nicht gesehen? Das, oder spawnt es quasi auch zufällig? Hier ist noch eine. Wow. Okay. Kriegen wir eine Kokosnussvergiftung. Ich sehe es schon kommen. Irgendwie sowas dann. Übelkeit erbrechen, weil wir zu viel Kokosnüsse gegessen haben. So, jetzt aber hier gleich Axtalarm. So, zack. So, hier ist unsere Hütte. Unser Feuer. Uns ist immer noch warm. Das ist schon mal gut. Finde ich hervorragend. Axt ist wieder am Start. Schluck Kaffee kommt jetzt. Boah, so ein guter, frischer Kaffee. Ist schon was ganz schön Nettes. Das stelle ich immer wieder fest. Hier ist auch eine. Ach, die lassen wir mal stehen. Wie haben wir jetzt eigentlich? 4, 8. Wow, okay. Wir haben genug erstmal. Die schmeißen wir mal raus. Tatsächlich geht das wieder nicht. Alles klar. Wir müssen nämlich tatsächlich... können wir die hier essen? Ist die weg? Ja. Können wir das rausschmeißen? Wir müssen nämlich tatsächlich gucken, wie wir das hier alles transportiert bekommen. Huch! Kann ich das jetzt rausschmeißen? Ja, sehr gut. Nehme ich das Stoffzeug mit, weil daraus kann ich auch einen Seil machen und eine Bandage. Und weil wir müssen ja ein paar Sachen einpacken. Ich weiß gar nicht, ob wir mitnehmen müssen. Das Messer werden wir leider nicht mitnehmen können. Weil wir ja da nur die 3 Plätze haben. Obwohl, wie viel müssen wir eigentlich mitnehmen? Wir müssen eigentlich gar nicht so viel mitnehmen, wa? Das wäre wichtig, das können wir nicht. Das können wir auch nicht, aber den können wir uns bauen. Ja, gut, okay. So viel müssen wir gar nicht mitnehmen. Also so viel Sachen gibt es hier noch gar nicht, die man unbedingt jetzt braucht. Oh ja, komm her, komm her. Es tut mir leid, es tut mir leid. Oh, ich
treffe nicht. Ich treffe einfach nicht. Es tut mir wirklich leid, dass ich den so schlecht jage einfach. Okay. Ich hau halt auch grandios daneben. Jetzt. Sehr gut. Wir haben eine Krabbe. Und damit haben wir ein Stück Fleisch. Das packen wir hier noch direkt mal rauf. Dass wir das noch snacken können. Das ist super. So. Yep. Schön am Brutzeln. Schöner letzter Abend, ne? Schön nochmal Fleisch vom Lagerfeuer. Nur einmal auf dem Weg dahin gestorben. So. Fleisch ist fertig. Das können wir direkt essen. Sehr gut. Super. So, wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen am Feuer stehen. Genießen den letzten Ausblick von unserer ersten Insel. Weil wir kurzfristig, langfristig übersiedeln werden. Ich bleibe hier eigentlich auch nur stehen. Warte mal. Machen wir hier noch was rein. Ach komm. Ja, was soll's. Ja, hier mal ein bisschen noch Feuer nach. Bleib hier nur stehen, damit wir auch ja nicht wieder erfrieren. Weil wenn wir nämlich erfrieren, sind wir wieder tot und dann fangen wir wieder von vorne an. Das wäre echt blöd. So. Habe ich hier noch irgendwelches Holz, was ich mitnehmen kann? Was ich sinnvollerweise schon weggekloppt habe und einfach mitnehme, damit es nicht hier bleibt. So, hier. Guck mal. Nehmen wir das doch noch mit. Da ist auch noch eine Kokosnuss, die wir übersehen haben. Na, nu? Na, nu? So. Und dann machen wir rüber. Und checken die Lage. Wir werden... Oh, das waren jetzt lange Stöcker. Okay, war auch nicht so klug. Krass klug. Okay, dann muss ich die nochmal runterschmeißen und nochmal klein machen. So. Hier, zack, zack, zack. Und dann nochmal darauf einklöppeln. Hä? Ja, doch, geht doch. Wusste ich doch. So. Zack. Eins, zwei. Dann nehmen wir das noch mit. Und dann ist das auch unsere letzte Aktion für heute. Gehen schlafen und dann setzen wir morgen über. So. Zack. Zack. Wenigstens das, was wir hier verflümelt haben, auch mitnehmen, ne? So, dann machen wir hier mal ins Feuer. Das ist ja doch bestimmt auch gut für die Moral. Dann essen wir mal noch eine Kokosnuss. Zack. 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 So, wir sind weder hungrig noch durstig. Das ist doch super. Uns ist nicht kalt. Es wird aber schon wieder stockfinster. Ich bin ja auch gespannt, ob wir im Haus ein Lagerfeuer haben können. Das wäre gut. Und dann bauen wir uns vielleicht, je nachdem, ob wir genug Material haben, auch ein hohes Bett. Also, das ist bestimmt ein bisschen komfortabler. Also ich bin eh mal gespannt, wie viel da auf diesen Steinvorsprung letztendlich raufpasst. Der ist ja doch nicht so riesig. Jo, es regnet, ne? Ja, es regnet wieder. Okay, wir gehen schlafen. Wir machen das jetzt einfach und gucken mal, ob wir die Nacht überleben. Es ist 18 Uhr. Es ist wieder saufrüh. Das heißt, wir schlafen mal bis um 6 und hoffen, es klappt. Ah, uns wird schon wieder kalt. Ah, uns wird ganz schön kalt. Hunger, Durst. Okay. Get up. Also, uns ist kalt. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Aber es ist hell. Wir haben es überlebt. So. Essen wir mal erstmal was hier. Kokosnüsse weghauen hier. So, wir haben jetzt schon mal keinen Hunger mehr. Trinken was. Wir haben keinen Durst. Wir speichern, weil wir haben die Nacht überlebt. Das ist ein Meilenstein. Scheinbar, wenn man erfrieren kann. Okay, guten Morgen. Wir packen unsere Sachen und wir machen den Abgang. So, wir nehmen das mit, das mit, das kommen. Was wir haben, haben wir. Wie haben wir, wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Oh, wir haben eine Masse an Kokosnüssen. Wir trinken. Sehr gut. Die Baumaterialien können wir alle nicht mitnehmen, weil man die quasi nicht in den Rucksack einlagern kann. Na dann, machen wir rüber. Schildkrötenpanzer haben wir drüben liegen, wenn der nach dem Speicher noch da ist. Ich weiß es gar nicht. Wird uns beim Rennen auch warm?
Boah, ist krass mit der Temperatur, dass mich das so... Das setzt mich tatsächlich auch unter Druck. Also, wäre gelogen, wenn nicht. Weil ich nicht tatsächlich keinen Plan habe, wie ich uns aufwärmen soll. Gut. Boot umdrehen, rüberfahren. Jetzt gehen wir noch ins Wasser, weißt du? Uns ist kalt und jetzt gehen wir noch ins Wasser. Oh, das geht schon wieder nicht. Das ist doch schon wieder... Hoch? Kannst du hier hochgehen? So. Okay, wir müssen weg hier vom Luger. Jo, 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 jo. Rum, 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 rum. Und bitte nicht festbacken. Ja, so. Jetzt einfach rüber und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wie wir uns jetzt aufwärmen sollen. Ich hoffe, das erledigt sich so über den Tag. Tatsächlich. Oder wenn wir bauen oder so, dass es uns dann wärmer wird. Also Bewegung. Das könnte noch sein. Ansonsten ist halt die Frage, wir fangen glaube ich gleich an zu bauen. Ich halte mich jetzt hier mit den Varanen nicht auf, weil das mit der Temperatur schon ein bisschen Druck macht. Ich wollte zwar eigentlich dann jetzt hier einen Cut machen und beim nächsten Mal ganz entspannt bauen, aber dann fangen wir jetzt hier schon mal an. Bringt ja nichts. Ah, da wartet schon der Varan. Der Killer-Varan. Gut. Wir sind gleich da. Das mit dem Floß hat diesmal unkomplizierter geklappt tatsächlich. Das finde ich gut. Nee, das ist gar kein Varan. Das ist eine Schildkröte. Okay, wir sind da. Offiziell da. Hep. So, Schildi, du bist jetzt dran. Es tut mir leid, aber ich muss ein Wassertränken-Dings bauen. Und wenn du dich mich hier schon so begrüßt, kommst du direkt mit. Meine kleine Chili. Wow, die ist aber auch wieder C. Die Kollegin hier. So, jetzt. Oh, es ist schon ein bisschen böse. Also wirklich. Es ist auch so brutal, wie das dann da so... Weiß ja nicht. So, jetzt gucken wir mal. Warum haben wir denn schon wieder Leben verloren? Wegen was? Ist das echt wegen der kalten Temperatur? Ist das hier schon der Vorsprung? Ja. Okay. Alles klar. Baumenü. Wir müssen hier Attacke machen. Irgendwie... Gott, unser Leben nimmt wirklich ab. Stück für Stück. Wir müssen Bananen holen. So. Plattform. So, was ist G? 1, 2, E... Holzplattform? Nö. Wollen wir schon in... höher. Wie komme ich jetzt hier hoch? So. Okay. Kann man das drehen? Rotate. So, zack. Kann ich das hier ranmachen? Ja, kann ich? Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist gut. Sehr schön. Auf jeden Fall viel Holz. Ist halt die Frage, ob wir direkt in zwei reinbauen. Aber ein bisschen sollten wir es schon machen, ne? So. Dann muss ich jetzt hier raus. Boah, wir müssen Bananen holen. Uns geht's nicht gut. Krass, Mann, warum ist das denn so? Ich glaube, wir bauen hier dann in die Höhle nochmal ein Feuer, weil das geht dann nicht aus. Und dann können wir uns wenigstens ein bisschen dran aufwärmen. So, haben wir hier noch Sticks? Gut. Wir wärmen uns jetzt hier erstmal auf. Am kleinen Feuer. Jetzt fängt es an zu regnen. Ernsthaft? Es darf bitte hier drin nicht ausgehen. So. Müsste hier... in Ordnung bleiben. Schauen wir mal. So, Temperatur müsste hochgehen. Das würde eine ganz schöne Plackerei mit dem Holz dahin bringen. Weil wir halt immer hin und her müssen. Und wir immer nur drei so eine Dinger nehmen können. Aber es geht. Die Temperatur wird besser. Okay. Das ist schon mal schön. Ich bin froh. Sehr froh. Essen und trinken. Zack.
Dann müssten wir uns ja eigentlich schon healen. Ja, wir healen uns schon. Sehr gut. Ja, wir müssen auch noch für... Obwohl, Essen trinken haben wir erstmal. Dann... Boah, es ist schon wieder mega unangenehm hier. Krass. Boah, die wehen Varane. Oh, oh, undankbar, die Viecher. Sie haben mich nicht gesehen. Haben sie nicht. Sehr gut. Na dann, holen wir mal Holz. So. Palme Nummer 1 fällt. Ach, wir könnten eigentlich noch speichern, ne? Machen wir gleich mal. Wir haben ja hier noch unser freies Bett. So, können wir mal speichern. Und irgendwie geht das jetzt schon wieder hier nicht so schnell auf mit der Gesundheit, wie ich das gern hätte. Ist noch irgendwas übersehen, was man noch unbedingt machen muss? Hab ich jetzt so eine Axt hier? Okay. Gut. Hier sind auf jeden Fall nochmal Kokoschnüsse. Dann nehmen wir die nochmal mit. Und danach nehmen wir direkt hier, ist noch so Holz, das nehmen wir mit. Können wir auf jeden Fall nicht zu viel haben. Es ist mega unangenehm gerade hier. Also es ist stürmisch, es ist irgendwie windig. Nass. Bäh, mag ich nicht. Ich bin mal gespannt, ob das Holz hier überhaupt reicht für unsere Bauvorhaben. So. Kloppen wir die nochmal mit um. Axt geht's noch ganz okay. Und dann holen wir die erste Ladung Baumstämme mal mit rüber. So. Hep. Hep. Ah, wir können immer sogar nur zwei nehmen. Okay. Das ist natürlich hart. Dann wird das hier eine ganz schöne Rennerei. Varan lässt uns in Frieden. Feuer lodert vor sich hin. Aber zwei ist ja natürlich wirklich wenig. Wie viel brauchen wir denn? Brauchen wir nur drei Stück? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ah, die sind nicht verbunden. Nö. Okay, dann machen wir erstmal nur die vordere Reihe. Hab ich ja wieder richtig gut aufgepasst. Aber gut, vielleicht ist auch erstmal eine Reihe... Okay. Dadurch, dass wir wirklich so viel rennen müssen, nehmen wir aber trotzdem gleich zwei mit. Lohnt sich sonst ja nicht. Mal gucken. So, und dann müssen wir mal schauen, was wann technisch geht. Vielleicht kann man das auch mit Metall bauen. So. Zack. Also man braucht ein Holzscheit pro Ding. So, unsere erste Plattform. Man könnte natürlich auch vorne raus die Plattform weiterbauen, ne? Das gucken wir uns mal gleich an, ob das geht. So. Ja, das geht. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das ist ja... Ja, ja, das gefällt mir. Boah, das ist richtig geil. Dann sparen wir uns hier nämlich Platz. Können wir das jetzt hier auch reinmachen? Ja, kann ich. Geil. Haben wir hinten? Das ist schön. Dann machen wir das hier so schön. 2x3 und dann eine Wand. Vorne noch eine Terrasse ran. Finde ich gut. Top. Sehr gut. Okay. So, zack. So, wir müssen die Axt mal wieder hier, ne, recyceln. Dann kann ich die nicht rausschmeißen. Kann die nicht rausschmeißen. Ich werde ja wahnsinnig hier. Jetzt. So. Ich überlege, wir machen jetzt hier einfach einen Cut. Obwohl, nee. Ich habe Lust weiterzubauen. Wir bauen weiter. Dafür muss ich aber wieder rüber Bäume holen. Das ist wirklich cool. Temperatur essen geht klar. Varane. Da ist einer. Das ist der zweite. Der zweite Varan ist nicht zu sehen. Finde ich nicht so gut. Hauptsache, der ist nicht hier. Hier ist noch so ein Ding. Und hier ist, naja, wir brauchen gar nicht fällen. Wir haben noch welche liegen. So, dann zurück.
und die Plattform zu Ende bauen und gucken, was wir ranbauen können. Finde ich ja irgendwie spannend, dass das jetzt da vorne mit so großen Elementen zu regeln ist. Sehr cool. So, zack, zack. Geil. Schön. Dann können wir jetzt eigentlich mal nach einer Wandlösung gucken. Und nach einer Dachlösung. Gut, jetzt haben wir das gebaut. Brauchen wir nicht. So. Holzwand. Und Metallwand. Es gibt auch Fensterwände. Wir gehen mal zu den Fensterwänden. Es gibt auch eine Palmenwand. Okay. Eine Tür. Und ein Fenster. Ich bin tatsächlich für Fenster zur Wasserseite. Metall. Und Palme. Ist natürlich die Frage, wie viel Metall hier rumfliegt, ne? So. Machen wir hier. Probieren wir erstmal Metall. Bitte mit Sicherheit, also die ein, zwei, die man dafür braucht, werden ja wohl hier rumfliegen. Vermute mal, dass man irgendwie eins pro Fensterchen braucht. Ne, vier. Boah, das ist ja viel. Aber wir mal gucken, ob wir hier noch vier finden. Naja, hier steht es auch nicht ganz, ne? Ist nicht ganz sauber verbunden. Hier ist gut. Da links steht es in der Luft. Naja. So, wir brauchen nur drei so eine Metalldinger. Wünscht uns Glück, dass wir die finden. Und dann müssen wir eigentlich auch nochmal gucken, dass wir da ein Dach reinziehen. Also zumindest wäre es schön, wenn wir noch ein zweites Metallding finden, weil dann haben wir zumindest ein so ein Metallteil fertig. Das muss man auch mal sagen. Ich hole mir mal hier die Banane. Weil ich glaube, wir müssen uns hier... Warum sind wir denn schon wieder so krass erschöpft, ey? Von was denn? Und dann, wir müssen auch mal ein Bett bauen. Wir haben richtig Stress hier. So, Banane. Zack. Nur eine? Was ist los? Sonst waren es immer zwei. Ah, das Spiel findet, dass ich zu routiniert spiele. So, zack. Zack. Zwei immerhin noch. Dann können sie jetzt auch noch einen weiteren hier geben. Aber wahrscheinlich wird es genau an dem fehlen. Ah, dann reißen wir es ab und machen das hier mit Palmen. Machen wir die eine mal fertig und die andere Seite wird dann Palme. Das haben wir hier mehr. So. Dann ist das halt so. Feuerchen ist immer noch an. Das ist gut. Können wir uns nochmal kurz ranstellen und uns aufwärmen. So. Schön. So, hepp, hepp. Wir müssen hier mal ein bisschen Attacke machen. So, Fensterchen 1 ist fertig. Und dann lassen wir das mal fallen und dann reißen wir das hier mal ab. Kann ich das hier noch verändern? Okay. Machen wir mal. Und dann machen wir Palme hier hin. Hammer. Baumenü. Holz wollen wir nicht. Wir nehmen Palme. Sehr gut. Vorne weiß ich es tatsächlich noch nicht so ganz. Fenster. Fenster. Dann brauchen wir eigentlich noch eine Tür, ne? Stufen. Tür. Und zwar auch mit Palme. Jo. Klar. Und dann können wir hier eigentlich geschlossene Wände machen. Ja. Machen wir hier geschlossene Wände. Zack. Und zack. Und Abbruch. Und Palmblätter holen. Hier lassen wir es noch kurz offen. Was gibt es eigentlich für Zwischendecken? Das gucken wir nochmal schnell nach. Da nimmt man dann wahrscheinlich das. Und dann kann man wahrscheinlich auch eine zweite Ebene anfangen. Metall und Holz. Ja, das wäre dann zweite Ebene. Okay. Aber so ein klassisches Dach gibt es nicht. Okay. Gut. Dann ist halt die Frage, machen wir einfach unser Feuer nicht in der Hütte? Oder doch? Wäre schon schön, wenn man alles zusammen hat, ne? Also Feuerchen, Bett. Ja, das wäre, glaube ich, gut.
Bett. So. 10 große Stöcker? Mann, das wird eine reine Materialschlacht hier. Feuer? Geht das hier drin? Ach, das kann man hier tatsächlich nicht im Haus bauen. Okay. Das heißt, es wird automatisch dann hier platziert werden müssen. Dann ist dem halt so. Zack. Dann müssen wir noch eine Wasserauffangdestillation bauen. Das bauen wir hier unten zumindest schon im Büro. Hier, der Water Collector. Kommt hier schön ans Ufer. Zack. Dann kommst du hier nämlich schon schön rein. Zack. Kannst du da rein? Naja, okay. Wir müssen hier ordentlich Material ranschleppen. Alleine so Sticks und so. Haben wir gar keine? Oh, Wahnsinn. Ich gehe mal hier die Palmblätter holen, die hier schon liegen. Und ich glaube, wir werden tatsächlich die letzte Nacht nochmal draußen verbringen. Oh, es ist doch schon wieder ungemütlich hier. Wie soll ich denn die ganzen Sachen finden? Es wird schon wieder stockenfinster hier. Sehe nix. Hier liegt was? Nee, kann ich was fällen? Ich habe doch hier Palmen gefällt. Hier. Ja, es ist einfach, also im Dunkeln ist das absolut sinnbefreit. Ah, ich sehe nix. Gar nix. Ich habe nicht mal mehr Holz für ein Feuer. Okay, krass. Also wenn es dann dunkel ist, ist dann auch dunkel, ne? Große Stöcke. Boah, das wird noch eine richtige Baunummer hier. Das wird noch richtig interessant. Okay. Alles klar. Wir brauchen Holz. Wir müssen mal hier noch Holzsticks holen, damit wir uns nochmal ein Feuer machen können. Boah, ich weiß nicht, wo die Warane sind. Das macht mich schon wieder ein bisschen kirre hier. Die Nummer. Wenn man die nicht sieht. So, ich mache jetzt hier nochmal ein Feuer. Dann werden wir uns auf und dann gehen wir schlafen. So sieht's aus. Kann ich das mal nehmen? Natürlich nicht. Okay, wir nehmen den hier mit. Kann ich den nicht mal mitnehmen, bitte? So, Feuer ist wichtiger als Palmen weiterbauen. So. Zack. Und klein kloppen. Dann hauen wir 2. So. Die machen wir klein und die anderen 2 nehmen wir zum Bauen. Kannst du das nicht treffen? Boah. Okay, nehmen wir den. Auch in Ordnung. Oh, wir sind müde. Richtig müde. Und wo ist unser Feuer? Ich sehe halt nichts mehr, ne? Hier. So, ich mache das jetzt hier mal an. Wenn wir ein bisschen was sehen. Halt auch noch hell bei mir, dann ist das der Bildschirm komplett dunkel. Ich sehe halt gar nichts. So. Puh, jetzt sehe ich zu viel. So, ich habe gesagt, einen machen wir noch klein. So, und die anderen 2 nehmen wir zum Bauen. So, hep. Mal kurz gucken, was wir hier am wichtigsten zum Bauen haben. Okay. Wahrscheinlich Wasser, ne? Wasser ist wichtig. Da müssen auch große rein, ne? Ja. Gut, dann fangen wir da mal an.
So. Ab ans Feuer, was essen. Und dann aufwärmen und dann schlafen. Beziehungsweise machen wir hier Feierabend und schlafen beim nächsten Mal, wenn wir wieder anfangen. So, essen, trinken. Ja, wir haben halt auch noch viel Fleisch, ne? Müssen wir eigentlich auch noch mal kochen. Dafür brauchen wir aber das große Feuer. Meine Güte. Die nehmen wir mal noch. Geht's uns dann? Ja, die heilt uns tatsächlich, wenn es uns schlecht geht. Das ist gut. Bananen muss man also auch immer vorrätig halten. So. Hunger, Durst ist weg. Warm ist auch. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Und beim nächsten Mal bauen wir ordentlich weiter. Dann haben wir Stress. Gut. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Fleißig kommentiert, ne? Was soll ich als nächstes bauen? Was soll ich als nächstes machen? Ihr habt jetzt ja gesehen, was so abgeht. Und beim nächsten Mal bauen wir unsere kleine Casa